willkommen zu Taxi Live. Wir schauen uns heute den neuen Taxi-Simulator an. Wie immer gilt, wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, ich starte mein Taximeter und dann geht's los mit einer neuen Karriere. Und jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, wie wir hier eigentlich heißen wollen. Ich würde sagen, wir nennen uns mal Kowalski. Und da müssen wir uns hier noch einen Charakter auswählen. Wir nehmen den hier. Der trifft mich gut, das bin ich. Und Unternehmensname, dann nehmen wir es mal ganz klassisch, Taxi Kowalski. Oh, geht gar nicht. Da müssen wir, mehr geht nicht. Taxi Kowal, so müssen wir es jetzt einfach nennen. Für mehr hat es nicht gereicht und ich glaube, der Rest passt so. Das heißt, wir starten das Spiel. Das Tutorial, das habe ich gerade mal schnell übersprungen. Das war ehrlich gesagt nicht so spannend. Aber das hier, das ist unsere erste Karre. Das ist unser erstes Taxi. Damit werden wir heute die Kunden durch Barcelona kutschieren. Freue ich mich drauf. Später gibt es, glaube ich, auch noch andere Modelle. Und ich glaube, man kann hier im Spiel sogar sein eigenes Taxi-Imperium aufbauen. Das heißt, auch Mitarbeiter einstellen und so. Schauen wir uns allerdings später alles nochmal an. Erstmal, bevor wir jetzt hier den Motor starten, müssen wir unseren ersten Kunden suchen. Oder, wie wir Taxifahrer sagen, unser erstes Opfer. Kleiner Taxifahrer-Gag. Ist nicht böse gemeint, kleiner Gag. Ich würde sagen, wir gucken mal schnell, wer hier in der Nähe ist. Also ich glaube, der wäre hier der Nächste. Oder der hier. Komm, nehmen wir den. Und dann fahren wir los. So, und das Schöne hier im Spiel ist, man kann auch im Cockpit alles bedienen. Das heißt, man kann hier den Motor einschalten, die Handbremse lösen. Und dann müssen wir noch den Gang reinzimmern. Und dann können wir losfahren. Ich freue mich. Vielleicht für den einen oder anderen von euch skurril, aber ich muss ehrlich sagen, also ich sehe mich schon irgendwie als Taxifahrer. Also, könnte ich mir schon vorstellen. Ich wäre so einer, ich wäre so ein Schnacker, glaube ich. Ich würde immer ein bisschen was erzählen, würde die Leute ein bisschen was fragen, würde immer über das Wetter reden. Und ich glaube, ich hätte so einen alten Mercedes. Ich wäre was hätte ich noch hier? So eine Lederjacke hätte ich dann immer. So eine Weste. Die hätte ich dann immer an. Fährt der nicht? Ist grün! Ey! Das ist neu! Das ist niegelnagelneu, das Auto! Zack, ist er mir reingefahren von hinten! Oh, ich habe kaum Schaden bekommen. Oh nee, Freunde, das geht doch schon gut los. Müssen wir jetzt erstmal retour. Der vorne fährt nicht, der hinten fährt mir rein. 2 Minuten sitze ich jetzt hier drin in der Karre. Wisst ihr, ich wollte mir hier eine Existenz aufbauen als Taxifahrer. Ah, gib mal mein Bestes. Geht's weiter. Noch wartet der Kunde. Mal gucken, wie lange noch, wenn das so weitergeht. So, hier müssen wir wieder rechts fahren und dann müssen wir eigentlich schon fast da sein. 300 Meter. Das wird was. Und ich hoffe, man... Ey, schon wieder! Diesmal war aber heftig hier. Was ist das für ein Spiel? Freunde, jetzt ist auch noch grün, jetzt fahren sie hier alle nicht. Und der hat hier durchdrehende Reifen. Ja, was soll ich jetzt machen? Retour. Das gibt eine Anzeige. Wo ist der Anzeigenhauptmeister, wenn man den mal braucht? Aber jetzt fährt er natürlich. Das ist ein Anschlag auf meine gute Laune hier. Oh weia. Also wenn das alles so wird, also ich weiß, dass der Verkehr in Großstädten schrecklich ist. Ihr wisst ja, ich wohne in Essen und hier ist auch, hier gilt das Recht des Stärkeren, muss man sagen. Wir haben erst vor 2 Tagen habe ich einen schwarzen Jeep gesehen. Der ist einfach auf, wir hatten hier so eine, was ist die, schon wieder wahnsinnig. Hallo, ist grün. Wir haben hier so zweispurige Straßen, einige davon. Und ich habe gesehen, auf einer zweispurigen Straße ist ein Jeep einfach auf 2 Spuren gefahren, also in der Mitte. Und der hat gehupt und wollte sozusagen die anderen in der Mitte überholen. Einfach, um schneller durchzukommen. Das habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Aber das ist Essen, das ist Großstadtverkehr. Und heute auch absoluter Irrsinn. Also Großstädte... Ich bin ja in der Nähe von Düsseldorf aufgewachsen und dementsprechend habe ich auch den Verkehr in Düsseldorf immer mitbekommen. Und da ist genauso. Wenn da immer hupen. Sobald 1 Sekunde nicht gefahren wird, hupen. So, gute Frau, ich grüße Sie. Taxi Kowalski. Ah, das ist ein Mann, Entschuldigung. Guter Herr, ich habe Sie gerade im Rückspiel nicht richtig erkannt. Ich grüße Sie, Taxi Kowalski, Ihr Garant für sicheres Fahren und komfortables Fahren. Ich bringe Sie ans Ziel, wo darf es hingehen? 1 Kilometer weiter. Wir können auch hier in der Innenperspektive fahren, aber ich finde, das ist sehr dunkel hier. Aber es geht. Und wir sehen hier auch unser Cockpit und sehen...
noch einige Infos zu unserem Fahrgast. Naja, so, wenn Sie wüssten, was ich heute schon so alles erlebt habe, dann wären Sie hier nicht eingestiegen. Dann sage ich Ihnen, wie es ist. Das Wetter ist heute schön, ne? Haben Sie was Schönes mitgebracht hier an Wetter? Das muss ich sagen. Oh, wir warten vorbildlich. Na, ich hatte schon wieder Sorge, aber der hat rechtzeitig angehalten. So, geht weiter. So, wo geht's denn hin? Sie wollen gar nicht reden, ne? Das muss ich so akzeptieren. Finde ich schade. Naja, es gibt hier wohl auch Fahrgäste, die reden können. Das hat der durchdrehende Reifen da vorne. Und der fährt wieder nicht. Das ist... Ach, Freunde. Ich habe mich ja wirklich ein bisschen auf dieses Spiel gefreut, ne? Weil ich mir dachte, es ist mal wieder was Neues und es gab noch nicht so richtig viele gute Taxisimulatoren. Und das sah auch auf den Trailern sehr gut aus und es gab eine große Kampagne dazu und so. Ich dachte mir, das ist wirklich was Gutes, aber der KI-Verkehr, das ist wirklich... Also mir fällt kein Simulator ein, wo der KI-Verkehr so schlimm war wie hier, wo man einfach gerammt wird. Und ich glaube nicht, dass das so sein soll. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber immerhin, mein Lenkrad funktioniert. Wir haben alle Ampeln außer uns. Interessant. So, 1,2 Kilometer noch. Vollbremsung. Aber er steht. Das Moped steht. Ich fahre übrigens im Simulationsmodus. Kann ich auch nur empfehlen, weil der Arcade-Modus, da rollt man. Und man müsste im Prinzip die Bremse treten, aber wenn man die Bremse tritt... Wenn man die Bremse tritt, dann rollt man zurück, also dann fährt man rückwärts. So, was ist da jetzt? Jetzt ist frei. Jetzt kommt gerade keiner. Bitte weiterfahren. Wir haben keine Zeit. Ich habe einen Kunden hier an Bord. Freund, ich muss meine Brötchen verdienen. Wieder so ein Spürkes da vorne. Und jetzt... Nee. Das darf alles nicht wahr sein. Ich mach jetzt den hier. Ist die Polizei hier irgendwo? Sie haben es eilig, ne? Ja. Ah ja. Nee, hat sich erledigt, das Problem. Herrlich. Und wundern Sie sich nicht wegen der Macke, ne? Das waren die anderen. Ich war nicht schuld, ne? Ich hab einen dezenten Fahrstil, das wissen Sie, ne? Jetzt gehen die da. Ich hab grün. Runter von der Straße. Ich hab mal eine Doku über, ich glaube, Kölner Taxikontrolleure gesehen. Es gibt, glaube ich, in jeder Stadt eine Taxi-Innung, ne? Kann das sein? Ich weiß es nicht ganz genau. Aber ich meine, es gibt... Nee, wir müssen... Der fährt auch wieder nicht, Tröte. I'm so grateful for taxis. Ach. My legs are extremely sore. Ja, da kann ich mir vorstellen. Wie wär's mal mit Bewegung, Sounds guter like Mann? You had a good workout day. I did. I went for a long walk through the city. Oh, ach, jetzt redet er auf einmal. Ja, und wie fühlen That's sich du? Great. How do you feel now? Tired, but energized. I feel like I accomplished something today. Das ist aber wirklich sehr herausfordernd, hier bei diesem Verkehr noch ein Gespräch zu führen. Aber ich bin Schnacker. Ich bekomme das hin. Hey. So, hier vorne fahren wir offensichtlich geradeaus. Und da müssen wir aber gleich abbiegen, wa? Ja. Ja, jedenfalls habe ich mir eine Doku über Taxikontrolleure, die kamen, glaube ich, von der Taxi-Innung, angeschaut. Und die haben die Taxis kontrolliert. Weil Taxis dürfen nicht einfach wie Taxis aussehen, sondern die sollen auch gut aussehen. Und das wird von der Innung kontrolliert. Das ist schon irgendwie sinnvoll, aber das ist ein Job für sehr spezielle Menschen, hatte ich das Gefühl. Oh nee, schon wieder! Menschenskinder! Ich verdiene hier mühsam meine Brötchen und alles wird zunichte gemacht. Wie soll das erst werden, wenn ich Mitarbeiter habe? Ich fahr mal hier lang. Also ich muss euch echt so sagen, der KI-Verkehr ist die größte Katastrophe,
die ich jemals in einem Simulator erlebt habe. Es tut mir leid, aber es ist so. Ich kann es nicht beschönigen. Da ist schon wieder ein Unfall, während wir hier gerade weiterfahren. So, und dann wollen wir rechts rumfahren. Dann sind wir auch gleich da. Gib mir hier die größte Mühe. Sie sehen's, ne? Jüttemann? Wir bleiben mal hier auf der Spur. Können wir da vorne direkt wieder links abbiegen. Aber die, also so vom Fahren her und so die Stadt, wie die aussieht und so. Ich war irgendwann mal auf Klassenfahrt in Barcelona. Unsere Klassenlehrerin hat immer gesagt, Barcelona. Und einer aus unserer Klasse hat dann immer gesagt, oh, hier hat es gescheppert. Hat dann immer gesagt, Barcelona. Ja, der Gag hat uns lange begleitet in der Klasse, sag ich mal so. Aber kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern, wie das da so aussah. Aber so vom Stil her wirkt das schon sehr gut. Das muss man sagen, Herr Grau. Fahren Sie auch manchmal Uber? Das habe ich ja ehrlich gesagt nicht so gern, ne? Die Kunden mag ich nicht so gern. Da kostet manchmal ein bisschen mehr Geld, ne? Ich glaube, hier muss ich gar nicht blinken. Doch, zum Ausfahren, aber nicht zum Reinfahren. Ach, Kinder. Jetzt will der da abbiegen. Na, dann fahren Sie mal. So, 300 Meter noch. Oh, 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 oh. Ich glaube, wir haben Storno. Ich habe es gerade schon kommen sehen. Wir müssen uns hier irgendwie mal durchschlängeln. Weil hier geht gar nichts mehr. Hier hat es offensichtlich... Ach, du liebe Zeit. Hier geht wirklich nichts mehr. Wir fahren hier einfach mal durch. Ganz frech einfach durchfahren. Und wieder der nächste Crash. Gibt's in Barcelona so eine Auflage, dass da nur E-Autos als Taxis fahren dürfen? Oder haben wir hier ein... Man kann das nicht so ganz am Sound erkennen. Haben wir hier einen Benziner oder ein E-Auto? Vermutlich sogar ein Benziner. Oder ein Verbrenner. Oh, da vorne, da hat nochmal exorbitant gescheppert. Weiß nicht, ob man das gerade gesehen hat, aber da ist ein Auto in die Luft geflogen. Bye. Ja, bye. Tschüssikowski. Aha, aha. Ach, Trinkgeld. 36 Euro Trinkgeld. 366 Euro haben wir dem armen Mann abgeknöpft. Ja, ich sag mal so, ich fahre immer ohne geeichte Taximeter. Das ist mir ein bisschen lieber. So fahre ich einfach ein bisschen besser, habe ich das Gefühl. Deswegen mache ich das immer, stelle ich mir das selbst so ein. Und da kommen dann solche Summen raus. 36 Euro Trinkgeld hat er auch noch gegeben. Ja, herrlich. 10%? So, kann man sich nicht beklagen. So, jetzt müssen wir allerdings erstmal in die Werkstatt fahren, weil so können wir ja nicht mehr rumfahren, sonst kriegen wir bald Besuch von der Taxi-Innung. Das wollen wir nicht. Das heißt, wir müssen uns mal kurz überlegen. Oh, hier ist ein kleiner Unfall. Die ganze Map ist ein kleiner Unfall. Wir fahren mal hier zu unserer Garage. Das machen wir, aber wir fahren am besten hier lang, weil ich glaube nicht, dass wir hier rumkommen. Ich hoffe, dass man hier... Ja, irgendwie kriegen wir es schon hin. Oh, gut, dann Sportmodus rein und Abfahrt. Schon der nächste Unfall. Ah ne, wir müssen hier rein. Das hilft nichts. Jetzt steht er da vorne auch. Und der nächste. Brauchst du auch noch rein? Ne. Komm, dann machen wir es jetzt einfach so. Das ist nicht nach Recht und Gesetz, aber was soll ich machen? Wenn wir hier wirklich vorbildlich fahren, dann stehen wir einfach nur im Stau. Dann können wir uns hier 15 Minuten ansehen, wie ich einfach nur im Stau stehe. Da wollen wir nicht. So, hier darf man doch abbiegen. Wieso schickt das Navi mich über einen anderen Weg? Der hat ja auch schon wieder einen Motorschaden. Wollte noch mal kurz beweisen, wie gut er driften kann. Hat nicht so gut geklappt. Aber wieso leitet uns das Navi hier nach geradeaus und dann erst nach rechts? Wir können doch direkt abbiegen. Verstehe ich nicht. Wir fahren los. So.
Ja, sieht gut aus. Später gibt es, glaube ich, auch noch VIP-Aufträge. Was? Es ist ja ein einziger Unfall hier. Und der nächste rauscht auch noch rein. Mich wundert eigentlich, dass ich hier also noch keinen selbstverschuldeten Unfall gebaut habe. Katastrophe! Und da ist unsere Werkstatt. Da ist unsere Garage. Da fahren wir jetzt mal rein. Oh. Alright. So, dann schauen wir uns die Lage mal an. Also, willkommen in der Garage. Hier kannst du dein Fahrzeug warten, Autos oder Teile kaufen und verkaufen und dein Fahrzeug individualisieren und verbessern. Ich glaube, das müssen wir uns hier nicht anzeigen lassen. Wir können, tanken können wir später noch. Wir machen jetzt erstmal alles wieder schick. Das heißt, wir reparieren hier alles. Das ist getan. Und Autos haben wir noch keine neuen freigeschaltet. Das heißt, die können wir auch noch nicht kaufen. Teile können wir hier wechseln. Ah ja, aber scheint auch noch nicht freigeschaltet zu sein. Okay. Und was können wir hier noch machen? LED-Schild. Unterbodenbeleuchtung. Aha. Interessant. Taxischild. Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber jetzt habe ich... Ja. Nehmen wir mal das. Sieht ein bisschen komischer aus, aber nehmen wir. Und einen Heckspoiler kann man noch dran machen. Okay. Interessant. Keine Ahnung warum, aber gut. So, und Fahrer. Hier haben wir sozusagen unseren Skilltree. Das heißt, hier können wir Sachen verbessern. Das Entdecken von Denkmälern. Wir haben einen Fähigkeitspunkt. Den könnten wir direkt vergeben. Was sollen wir denn jetzt am besten mal machen? Was wäre jetzt hier am sinnvollsten? Also wir wollen ja auf jeden Fall neue Aufträge haben. Das Entdecken von Denkmälern und Sehenswürdigkeiten bringt mehr Erfahrung. Du machst schnellere Spielfortschritte. Das könnte man natürlich nehmen. Die Nutzung von Servicestationen, tanken, laden, reinigen, geht schneller. Aber gut, das ist jetzt erstmal noch nicht so spannend. Die Nutzung von Servicestationen ist günstiger. Auch noch nicht so spannend. Ein Ticket pro Tag wird storniert. Aha. Außer für ein Ticket für das Anfahren eines Fußgängers. Kann ich gar nicht verstehen. Und Fahrer haben wir noch nicht. Ja, dann ist das ja eigentlich das einzig Sinnvolle. Ja, machen wir so und dann geht's weiter. Nächste Schicht. So, und ich habe gesehen, es gibt hier auch Aufträge, wo man Herausforderungen hat. Wir gucken mal. Ja, wir gucken mal, ob wir hier irgendwo einen finden. Hier ist zum Beispiel einer. Sollen wir den mal anfahren? Ich meine, das ist natürlich ein relativ weit... Ah, nee, hier ist auch noch einer. Nehmen wir den. Ja, dann müssen wir wieder... Komm, wir probieren das mal. Wir fahren da mal hin und wir nehmen den mit, den Thomas. Und der muss irgendwie... Dann an vermutlich irgendwie ein besonderes Ziel. Also, aber wir gucken uns die Herausforderung mal an. Ich würde sagen, Gang reinschallern. Ah ne, erstmal Motor starten. So. Und dann geht's los. Aber erstmal gucken. Ist es eigentlich so, dass es zu viele Taxifahrer gibt? Oder ist das pro Stadt irgendwie begrenzt? Oder gibt's da irgendwie so... Oder kann jeder einfach... Also ich meine, man muss ja schon einiges können. Ne? Man darf ja zum Beispiel nicht nach Navi fahren, sondern man muss, glaube ich, jede... Straße einer Stadt kennen. Das ist natürlich schon ziemlich viel. Schon wieder gekracht hier. Das ist natürlich schon relativ viel. Und da muss man, glaube ich, auch so eine Prüfung ablegen. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie begrenzt ist. Also ob man nur eine gewisse maximale Taxianzahl pro Stadt haben darf. Ich muss mal links wieder fahren. Die Halodris hier. Und wieder hat es geknallt. Taxi Kowalski. Oh, hier hätte es auch wieder fast geknallt. Taxi Kowalski. Wir bieten auch Abenteuerfahrten an. Durch Barcelona. Sie haben auch wieder durchdrehende Reifen. Ja, ich kann mich auch verständigen auf Spanisch. Ich kann exakt zwei spanische Wörter. Control de velocidad. Und ich kann das andere, Lecce
Fretsche oder so heißt das. Frische Milch. Ja, was huben Sie mich hinten an? Ich kann doch nicht machen. Da vorne. Das ist der Storno. Ja, das sind die zwei Vokabeln, die mich sicher durch Spanien leiten und mich befähigen, hier die Gespräche zu führen. Ah ja, und wenn wir grün haben, dann hat er natürlich auch grün. Ist ja klar. Ist ja meistens so, ne, dass alle Ampeln immer gleichzeitig grün haben. Und er fährt auch einfach. Komm, was soll der Geiz? Was soll man stehen bleiben? Wenn der Wagen rollt, dann rollt er. Und wenn er über eine rote Ampel rollt, dann rollt er eben über eine rote Ampel. Was soll's? Noch wartet der Kunde. Ich hoffe, wir kommen noch pünktlich. Und was mir hier im Spiel auf jeden Fall fehlt, das ist natürlich die Fähigkeit, dass man das Taxischild selbst ein- und ausschalten kann. Weil das hat ja eine... Der fährt schon wieder nicht. Das hat ja eine Bewandtnis. Ich glaube, wenn es an ist, dann ist das Taxi frei. Dann... Na, hier ist der Unfall. Hup, mal rum. Mit der Polizei will man hier in der Stadt nicht tauschen. Die ist im Dauereinsatz. Und der Anzeigenhauptmeister, der hätte hier auch Dauerschicht. Der würde nicht mehr hinterherkommen. Guck mal, vielleicht ist er hier mit seinem Damenfahrrad unterwegs. Die Augen aufhalten. Ah, da vorne müssen wir hin. Das ist nur die Herausforderung. Ah, es geht durch. Muss ich durchschlängeln, aber... Und dahinter ist... dahinter hat es schon wieder geknallt. So, Mahlzeit. Taxi Kowalski, Sie hatten uns angerufen. Wo darf ich Sie hinbringen? I'm in a hurry. You'll get a big tip when you get to our destination. Oh, Big Just Tip, das ist mein Stichwort. Ich direkt Gang rein und ab geht's. Oh nee, ich habe keine Zeit. Ich habe einen Kunden, der hat's eilig. Freunde, jetzt keine Faxen hier. Ist da vorne schon wieder. Weiter, 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 weiter. Big Tip. Großes Trinkgeld. So, wir warten kurz vor der roten Ampel. Das machen wir. Und dann geht's wieder los. Aber ich glaube, der Fahrgast ist nicht mehr so wahnsinnig geduldig. Und links sieht man immer die Anzeige. Und wenn man sich zu viele Vergehen erlaubt, wie jetzt gerade zum Beispiel, müssen wir ein bisschen Komfortmodus hier einlegen. Dann steigt er irgendwann aus. Aber was habe ich jetzt falsch gemacht? Hä? Der Kunde hatte keine Geduld mehr. Fahre das nächste Mal vorsichtig. Was? Der hat doch gesagt, schnell. Das gibt's ja nicht. Na dann, wir nehmen, glaube ich, direkt den Auftrag, der hier an der Ecke steht. Fahren wir direkt weiter. Die Ampel an der Kreuzung vor dir funktioniert nicht, hieß es da gerade. Aber hier funktioniert ja keine Ampel. Buongiorno, Taxi Kowalski. Mahlzeit, der Herr. Hey there. Hallo. So, dann fahren wir los, ne? Sind Sie angeschnallt? Ich starte das Taxameter. Und dann geht das wieder los. 3:41. Aha, hier ist die Kirche zum Abraham. Och. Ach, wir kriegen Erfahrungspunkte allein durch das Sehen von Sehenswürdigkeiten. Sehen Sie, das ist die Kirche Abraham gewesen. Ich erkläre Ihnen das gerne. Kommen Sie von hier? Ach, die ist kaputt, die Ampel. Da vorne die Polizei, ein seltener Gast. Na, scheint auch wieder kein Schnacker zu sein, der Fahrgast. Naja, dann fahren wir stumm zum Ziel. Geht auch. Mach ich auch. Taxi Kowalski, Service-Modus. Ich rede nicht, wenn Sie es nicht wollen. Es gibt auch, also viele Taxifahrer haben ja so dieses Phänomen, dass es nur 0 und 1 gibt. Entweder Vollgas oder stehen. Und dazwischen gibt es irgendwie wenig. Das heißt, da wird immer ziemlich viel Gas gegeben, ziemlich schnell Gas gegeben, um vermeintlich schnell ans Ziel zu kommen. Aber einmal, da hätte ich so einen gebraucht und da haben wir allerdings ein sehr
gemütlichen Fahrer erwischt. Das war, da war ich auf dem Weg zur Gamescom. Damals habe ich noch in Witten gelebt und von Hagen aus, nee, von Witten aus fuhr, glaube ich, ein, es stimmt, genau, das war von Witten aus fuhr ein Zug. Hallo! Von Witten aus fuhr ein Zug nach Hagen und von Hagen aus fuhr ein Zug nach Köln. Und den musste ich bekommen. Und der von Witten aus hatte aber irgendwie in Wetter eine Störung. Das heißt, der ist dann stehen geblieben. Und dann gab es da zum Glück noch ein Taxi. Das habe ich mir dann mit ein paar anderen Leuten geteilt. Und dann war das allerdings so ein Taxifahrer. Der hat gesagt, oh ja, das schaffen wir wohl noch. Der hat gesagt, er gibt sein Bestes. Und dann ist aber sehr gemütlich gefahren. Aber er hatte recht. Er hat es noch geschafft. Er hat es noch geschafft. Der hat schon alles gesehen, glaube ich. Der wusste ganz genau, wie lange er braucht. Und wir hatten dann sogar noch ein bisschen Zeit, weil der nächste Zug auch noch ein bisschen spät war. Aber ansonsten wäre es das gewesen an dem Tag. War ziemlich spannend. Unnötig spannend. Ja, Freunde, stehen wir wieder im Stau. Was soll ich machen? Und Jüttermann, damit muss ich mich jeden Tag hier in Barcelona rumschlagen. Mit den Kröten hier. Ach, sind wir aufgewacht. Haben wir das Gaspedal gefunden. Freut mich. Noch hat er Geduld. Hoffen wir, dass das so bleibt. Oi! Man darf nicht zu stark bremsen. Aber hier musste ich jetzt stark bremsen. Es ist keine Übertreibung. Ich habe noch nie einen Simulator gesehen, der so eine schlechte KI hatte. Und ich meine, das ist ja ein wesentlicher Bestandteil des Spiels, ne? Ah, geht weiter! Noch verzeiht der Kunde. Noch verzeiht das. Aber ich glaube, das wird sich negativ aufs Trinkgeld auswirken, dass wir hier so ewig lang durch die Stadt gurken. Und ich sag mal so, vom Trinkgeld lebe ich als Taxifahrer. Da ist ja ganz klar, Taxi Kowalski. Hier vorne wieder eine Sehenswürdigkeit. Vielleicht kann ich ihn ja damit ein bisschen aufmuntern. Oder? Ah, Moment. So, haben wir noch ein paar EP hier gesammelt. Hier scheint ein bisschen weniger los zu sein. Also es scheint hier Distrikte zu geben, wo der Verkehr einfach weniger ist. Die KI-Personen sind ja genauso schlimm. Wo die Verkehrssituation einfach besser ist. Guck mal gerade. Wie lange müssen wir noch fahren? Wir sind hier. Ach du liebe Zeit. Da ist noch einige Meter, die wir noch zurücklegen müssen. Zum Beispiel hier. Und dann gibt es aber auch Distrikte, wo es deutlich schlechter ist. Naja, wir fahren mal weiter. Wir tuckern mal weiter durch die Stadt. Kommt auch ein bisschen wenig Verkehr vor, ne? Also in der Realität wird man in Barcelona vermutlich vor allen Dingen im Stau stehen. Also ich weiß gar nicht. Den Franzosen sagt man ja nach, dass da viele Unfälle passieren, weil die, naja, das nicht so genau nehmen mit dem Autofahren. Weiß ich nicht, ob das stimmt oder nicht. Aber ich weiß gar nicht, wie es in Spanien so aussieht, wie da so die Autofahrkünste sind. Can you turn on the radio? Ungern. Dann kriege ich einen Copyright-Strike. Wissen Sie, ich stream das. Ich bin Streamer. I can't believe I paid for such terrible service. Bitte? Sie meinen wegen Radio? Ja, tut mir leid. Wissen Sie, ich habe eine Allergie. Allergie gegen Radio. Da läuft doch sowieso immer das Gleiche im Radio. Es ist grün. Müssen ans Ziel kommen. Ich habe einen reichen Herrn in Ihrem Taxi. Wenn hier Taxifahrer unter euch zugucken sollten, dann würde mich auch mal interessieren, was war das Skurrilste, was ihr als Taxifahrer oder Taxifahrerin mal erlebt habt? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Das möchte ich mir auf jeden Fall privat mal durchlesen. Das interessiert mich. Weil man das Tolle ist an Taxifahrern, die kutschieren ja im Prinzip alle Gesellschaftsschichten durch die Gegend und kommen dementsprechend auch mit allen Schichten in Kontakt. Und ich glaube, man erlebt schon sehr, sehr viele skurrile Situationen. Weil wenn man mit vielen Menschen zu tun hat, dann hat man immer irgendwie auch mit vielen skurrilen Leuten zu tun. Und mit vielen interessanten, emotionalen, lustigen Geschichten. Aber was war so das Skurrilste? Das würde mich mal interessieren. Ah, hier vorne ist wieder irgendein Graffiti, das man einsammeln kann. Das machen wir natürlich, denn wir wollen die Erfahrungspunkte haben.
Kinder, Kinder. Schon wieder hat es geknallt. Freund, ich habe Burnout als Zeuge vor Gericht. Ich kann es nicht schon wieder. Ich kann es nicht mehr. So viele Unfälle, wie ich jetzt hier miterlebt habe. Wenn ich da überall irgendwie aussagen muss, dann ist... Kann ich nicht. No, der fährt schon wieder gar nicht. Dann fahren wir einfach hier lang. Und da sind wir angekommen, guter Mann. Ich kann nur um Verzeihung bitten. Für diese schreckliche Fahrt. Ich habe mein Bestes gegeben. Sie haben es gesehen. Aber es war nicht genug. Thanks for the ride. Ja, bitte. Bitte? Was hat er gesagt? Null! 0 Euro! 0 Euro Trinkgeld! Bewertung 2 Sterne? 2? Ihr Gesicht merke ich mir. Das kann ich Ihnen aber sagen. Das merke ich mir. Aber Frechheit ist das. Eine richtige Frechheit. So, und jetzt machen wir nochmal kurz. Was? Entgegen der. Was? Ich bin fahren entgegen der Fahrtrichtung. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Aber vielleicht. Hier gibt es so viele Einbahnstraßen und die sind, glaube ich, auch nicht immer als solche gekennzeichnet. Ich weiß nicht, ob das in Spanien nicht der Fall ist, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das muss ja da auch irgendwie gekennzeichnet sein. Ich glaube, uns fehlt nicht mehr viel. Das heißt, wir sollten vielleicht einfach noch ein, zwei Wahrzeichen. Wo sind wir denn hier gerade? Hier sind wir. Hier könnten wir nochmal vorbeifahren. Oder hier. Fahren wir hier vorbei. Und dann fahren wir nämlich hier vorne zur Garage. Dann gucken wir, ob wir vielleicht noch ein zweites Auto, ein neues Auto kaufen können. Das wäre eigentlich ganz schön. Wobei, ich glaube, das klappt finanziell nicht. Kann ich mir vorstellen. Mal hier rechts rum. Dann halten wir uns ganz links. Und wenn wir Glück haben, können wir das sogar von hier aus freischalten. Geht das? Wo ist denn das? Ich glaube, das geht nicht, ne? Weiter so, dein Fahrstil hat dein EP-Level verbessert. Das freut mich. Vielen Dank. Ob das so vorbildlich ist, das weiß ich nicht. Aber irgendwo hier muss das sein. Hier. Graffiti. So, und damit sind wir nämlich aufgestiegen. Und jetzt geht's nochmal schnell zurück zur Garage. Und dann gucken wir nochmal schnell zum Ende dieser Folge, ob wir uns noch was Neues kaufen können oder ob wir noch irgendwas verbessern können oder eben nicht. Also das Spiel funktioniert schon, aber es ist natürlich, also eigentlich muss man ehrlicherweise sagen, ist es fast unspielbar durch diesen KI-Verkehr. Also wenn man hier irgendwie in der falschen Situation feststeckt, dann kann man nicht vor und nicht zurück. Ja, dann kann man das Spiel eigentlich nicht spielen. Dann weiß ich auch nicht, muss man das Spiel vermutlich einmal schließen oder so. Das Spielprinzip ist eigentlich schon ganz gut. Also es ist ein bisschen einfach, finde ich. Also, hätte schon noch ein bisschen mehr drin sein können. Ein bisschen mehr Funktionen hätte man hier schon noch erwarten dürfen für den Spielpreis, aber es ist eigentlich ganz schön so mit diesen Taximodellen und mit dem Wirtschaftssystem und so, ist eigentlich ganz nett gemacht, aber unterm Strich ist das natürlich aktuell in dieser Version hier eigentlich nicht wirklich spielbar. Und das habe ich auch bei den Steam-Reviews gesehen. Die waren auch nicht so gut für das Spiel. Es tut mir irgendwie ein bisschen leid, weil die Stadt sieht schon echt gut aus, also so. Würde ich fast sagen, eine der besten Städte bei so Simulationsspielen. Schon sehr detailliert gemacht und wirkt irgendwie auch lebhaft und authentisch. Aber der KI-Verkehr und die Figuren, die machen natürlich irgendwie alles kaputt. Und das Bewertungssystem, naja, weiß ich auch nicht so ganz, was ich davon halten soll. So, gehen Sie erstmal rüber. So viel Zeit haben wir hier. Daxi Kowalski. Ich muss jetzt einmal wenden, den U-Turn machen. Ob es erlaubt ist oder nicht. Und schon wieder. So, Mahlzeit. Dann gucken wir nochmal schnell. Also, unser Auto ist schon wieder fast kaputt. Tanken, das könnten wir jetzt noch an einer Tankstelle machen. Wir gucken mal, ob wir... Können wir schon weit... Ah, tatsächlich. Wir haben noch das Geld nicht. Aber wir könnten jetzt sozusagen den Hobel hier verkaufen. Oder? Nee, können wir offensichtlich nicht. Schade.
Aber wir müssen jetzt noch ein bisschen Geld sammeln und dann könnten wir uns dieses Fahrzeug oder dieses Fahrzeug hier leisten. Das sieht aus wie so ein Toyota, glaube ich, ne? Meine ich, ist das? Das ist ja interessant. Jetzt geht's so langsam los. Und ich denke, ab dem zweiten Auto kann man dann auch die Mitarbeiter einstellen. Und dann geht's richtig los. Ja, ich weiß noch nicht, ob es hier wirklich irgendwann mal eine zweite Folge zu geben wird. Denn das Spiel ist zwar lustig und macht auch irgendwie Spaß und hat viele gute Aspekte. Aber ich hab's gesagt, das ist, mit diesem KI-Verkehr ist es natürlich irgendwie eine Katastrophe. Insofern kann ich es aktuell nicht empfehlen, aber ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zum Spiel. Schreibt mir die gerne unten in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ich bin sehr gespannt auf eure Stories als Taxifahrer oder Taxifahrerin, was ihr da so Skurriles erlebt habt. Schreibt mir das gerne auch in die Kommentare, da werde ich drauf eingehen, wenn es eine zweite Folge geben sollte hier von dem Spiel. Ich bin gespannt, danke euch und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.